Moin moin Brüder, mein Name ist Einrich der Löwe und wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 mit der Imperialen Armee / Space Marines, weil wir haben ja irgendwo da eine Space Marine Flotte. So, ich hätte mal einen Zug beenden können. Hätte euch einmal so ein Ladebildschirm. Ach komm, überspringen wir mal. Zug 20. So, ist irgendwie ein, zwei Tage her bei mir. Wir haben hier eine Flotte im Aufbau, glaube ich. Ich glaube, die lassen wir auch auf Reserve. Ich bin zurzeit mit den Tyranniden ein Stück weiter, ein bisschen weiter. Obwohl, mit ihmchen, wir sollen sagen, ach ja, wir haben eh kein Geld. Hahaha. Wir haben keine Einnahmen, also kann ich eh keine Schiffe bauen. Gut, oder auch nicht. Dann geht's mal ins neue System. Das Nemesis Tesera. Nemesis Tesera. Mann, so schlimm ist das doch nicht. Wenn es auch nicht so heißt. Ihr wisst, was ich meine. Das Nemesis-System. So. Das ist... Da geht's jetzt hin. Und, habe ich was falsch gemacht? Nee, ich bin gesprungen. The Fortress Oubliette of Nemesis Tessera. Tessera. The Inquisition's most closely guarded secret. A bastion of knowledge and rigor, and a convocation point for the Imperium's most trusted servants. No more. The onset of the 13th Black Crusade set the world awash with treachery and war. Though Nemesis Tessera's dread secrets were stolen, the world itself endured, thanks to the heroism of the Space Wolves and Inquisitor Ciro. From the doomed hive world of Chimalomus to the seditious penal world of Avaris Gulag, the sector remains crippled by corruption and heresy. Yet in the forsaken fields of the Obsidian Depths, mutation, madness, and all their damned siblings are curiously absent. It is as if the Obsidian Depths border onto something not yet adequately defined, or perhaps waiting to be discovered. Tja, wir haben den Imperator auf unserer Seite, wir machen alle platt. Warte mal, wir haben eine Verbesserung, sehe ich gerade hier. Ah ne, wir können es übernehmen. Entschuldigung. Übernehmen wir doch mal. Und dann würde ich gleich sagen, hier unsere weiteren Flotten können folgen. Einmal die Space Marines. So, die müssen ja echt noch einen Umweg fliegen, sehe ich gerade. Wir kommen nur bis dahin. Könnt ihr ja eigentlich abkürzen, ne? Gut, und die Herren hier können nur bis hierhin kommen, ne? Oh, einmal haben wir noch. Ja, ich glaube, dann haben wir auch alles. Den, wie gesagt, lasse ich nochmal hier. Und aufwerten können wir eh nichts. Nö, können wir wirklich nicht. Ah ja, das ist noch eine Belohnung, weil wir es geschafft haben. Reparaturen im Kardi-Sektor. Ach ja, Reparaturen. Ah, ich glaube, die waren alle soweit heile hier, ne? Genau. Mechanikum. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier ist der Gulag. Den wir Grund auf für Aufruhr. Was haben wir denn da? 400, das könnte man sogar schaffen, nächste Runde, die hier anzugreifen, die Elder da rauszuschmeißen. Punkte sind, mäßig sind wir gar nicht so schlecht. Bloß die dürfen uns nicht angreifen. Gut, Zug beenden. Gucken wir mal schneller. Wohl einen Vorteil hat es ja, wenn man das sieht, was passiert.
Weil dann sieht man die ganzen Überraschungen. Oder wo die Truppen sich hinbewegen. Ist gar nicht so doof eigentlich. Aber haben sie sich nicht verstärkt. Ich weiß nicht, ob das klug ist, jetzt die anzugreifen. Aber die haben hier keinen Vorteil, nichts. Wir müssen einen Sondereinsatz hier abschließen. Wir warten noch auf die Space Marines, oder? Wie lange brauchen die Space Marines noch? Space Marines! Oh, die könnten noch mitmachen. Dann sage ich mal, mit vereinten Kräften hauen wir die da sowas von weg. Ne, erstmal machen wir mal hier die Elder platt. So. Wenn wir dann unsere Schiffe wieder geheilt haben, können wir von mir aus gerne die Mission machen. Nicht vorher. Wir haben die doppelte Anzahl. Wir haben jetzt auch hier eine Überlegenheit, da der Feind nur 550 Führungspunkte hat, aber wir mit maximal 750 angreifen können, haben wir schon mal 200 Punkte mehr Einheiten. Das ist schon mal geil. Den Wert müssen wir noch ein bisschen nach oben treiben. Dann haben wir quasi immer halt eine Übermacht gegen den Feind. Oh. The region of space, now known as the Eye of Terror, was once home to the Eldari Empire. A prideful, sensuous people, the Eldari realized too late the perils of excess. The fourth Chaos God, Slaanesh, was born from their debauchery. Its coming heralded by a psychic scream that shook real space to its foundations and devastated the Eldari. The Crone Worlds are all that remain of the Eldari's fallen domain. They are blighted planets, consumed by the spreading unreality of the Eye of Terror and twisted to new and nightmarish realities. Though the Crone Worlds are overrun by the servants of the Dark Gods, the Eldari have not entirely abandoned them. They cannot, for only here can the treasured Spirit Stones be harvested, and thus the souls of the dying be saved from thirsting Slaanesh. Such expeditions are fraught with peril, for there are few more dangerous places amongst the stars. Many who seek the Crone Worlds do not return. The Eldari have never recovered from the horrors of the Fall. They are a fractured, dwindling population on the brink of extinction. Most dwell aboard star-treading craft worlds, honing their peerless minds along the disciplined paths in the hope of staving off the perils of decadence and thus preventing a second, final catastrophe. But not all Eldari can bear the rigidity of craft world life. Some depart their homes, seeking adventure amongst the stars as corsairs. Such lives are fraught with danger, but are also rich with excitement. These outcasts can be found in every corner of the galaxy, blazing a brief but exhilarating trail before madness claims them. The Drakkari, too, live outside the structures of the Eldari Path. Corrupt and cruel, they keep Slaanesh at bay, not with discipline and spirit stones, but by feasting on the torment of others. Raiders and slavers all, the Drakkari are a blight upon the galaxy, as selfish as they are sadistic, as untrustworthy as they are cunning. But in recent days, the barriers between the Eldari factions have begun to crumble, with ever more gathering beneath the banner of one named Ivrain. These Inari keep their beliefs hidden as their intentions. Should they be encountered on the battlefield, caution will serve you well. Ja, die Elder. Treten wir erstmal in den Hintern.
Schnelle Schiffe mit Tarnung und ich glaube auch effektiven Waffen. Bei den Tyranniden haben wir sie ja schon kennengelernt. Na, Hit-and-Run-Taktik. Getarnt ankommen. Wenn wir in Reichweite sind, Feuerreichweite mit den Tyranniden, dann hauen die meistens ab. Regenerieren ihre Schilde und greifen erneut an. Also, als Tyrannide muss man die im Nahkampf finden. Wie die imperiale Armee mit denen umgeht, weiß ich noch nicht. Spire könnte sie rammen. Die kleinen wendigen Schiffe. Der hat ja auch seine Megaramme vorne. So. Das Tolle ist, Spire hat hier seine Wurmloch. Ne, ist Notsprung. Scheiße. Das ist auch gar nicht Spire. Das ist hier Mikro-Warp-Sprung. Damit könnten wir sie gut einholen. So, ich weiß nicht, ob das eine Taktik ist hier, was ich mache, aber passt schon. Die langsamen Pötte nach vorne. Start. Hi, Admiral. Den kleinen will ich eins. We wait your command. Zwei. Drei. Ship ready. Und ihr seid die vier. So. We stand ready. Ach so. Full speed. Oh nein. Entschuldigung, wollte ich gar nicht. Underway. So. Aye, Admiral. Drei. Setting course. Strikt nach vorne. Maximum burn. Genau. To where we are needed. Hier hinterher. Ich mag es irgendwie schräg lieber. Show us the enemy. At your command. Versuch die irgendwie. Ship ready. Ausschalten. Na gut, hab das schon. We serve. Zu flankieren. Maximum burn. Damit die nicht entkommen. Your orders? So. Bei Sichtung feuern. Bei Sichtung feuern. Enemy sighted. Changing course. Assault crews report success. Ship ready. Da haben wir es schon. So. Targeting enemy vessel. Und da haben wir sie frei gescannt. Das heißt. We wait your command. Surprise, Motherfucker. We serve. Coordinates acknowledged. Dreh dich, dann schicken wir nochmal ein paar Torpedos hinterher. Understood. Ja, pass auf. Enemy sighted. Komm, 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 komm. Oh, er ist zu schnell. So, jetzt müssen wir mal langsam hier unsere Freunde hinterherkommen. Und das hat hier nicht geklappt. Ihr dürft auch schießen. Feuer frei. Your orders? Aye, Admiral. Haben wir irgendwelche Bomber? Enemy sighted. Schwader. Impossible, Admiral. Aye, Admiral. Melter Spaß für die ganze Familie. Können wir auf seine. Ah, er ist. Oh, da war noch eins drin. Cool. Antriebe wären ganz cool. Give us purpose. We wait your command.
changing course! Where shall we strike? We wait your command. Nee, du warst das, ne? Course engaged. Aber wir kommen nicht hinterher mit unseren großen Pötten. Heading acknowledged. Na, will er nochmal? Er will's wissen. Ah, der dreht bei, der dreht bei, der dreht bei. Na, scheiße. Enemy sighted. Die zu rammen ist auch nicht leicht, glaube ich. Die sind sehr flink. Understood. Aye, Admiral. Enemy sighted. Kriegen ihn nicht, verdammt. Cruising speed set. Impossible, Admiral. Ah, die Melterbombe hat was gebracht. Das war gut. Heading acknowledged. For the Emperor. Haben wir einen Bombergeschwader? Vernichtung. Initiate Thunderhawk Bombardment. Er haut ab. Impossible, Admiral. Schwein. Your orders? Kriege ich nicht noch irgendwie schnell dahin? All ahead, full. Damit ich doch mal Mikro-Makro-Sprung machen kann. I am listening. Course engaged. Dass er nicht hinkommt. Ship ready. Obwohl, jetzt ist er eh in der Nähe. Ah, ich warte noch mal ganz kurz, bis der kein Torbo mehr hat. Blitzschlag. We stand ready. Feuer frei. Successful teleport. Die sollen nicht entkommen. Ah, die hatten ja mal gar keine Chance. Finde ich gut. Finde ich gut. Upgrades geben Ihnen Boni, die sich gegenseitig ergänzen. Versuchen Sie die Reichweite Ihrer Lanzen und die Verbrennungsanzeige. Jawohl. Wir haben eine leichte Beschädigung bei dem Karl Luna. Das ist eigentlich noch voll funktionsfähig. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Und hier könnte man eine richtige Festung hinbauen. Das gefällt mir. Ganz gut. Wie sieht das hier mit Reparatur aus? 15%. Das heißt, wir könnten jetzt warten. Eine Runde. Und dann sollte hier... Können wir hier ihn aufrüsten. Aber es gibt keine Soldaten, wenn ich das hier sehe. Ne? Keine Truppen. Auch 3% oder so. Ja. Schlachtpläne, 2 Stück. Gut, ich würde dann erst wirklich hier die Mission machen wollen und dann treten wir hier dem Chaos im Arsch und dann können wir hier quasi über diesen Ecken hier arbeiten und ich hoffe, dass die beiden sich gegenseitig bekriegen, sich quasi schwächen. Das wäre schön, das wäre schön, das wäre schön, das wäre schön. Gut, dann geben wir ihm eine Runde zum Pausieren. Ah, die verbessern sich da. So, wie sieht's aus? 2 von 4. 6 von 4. Wir haben. Warum ist die Besatzung so? Die Besatzung hat da übelst einen mitgekriegt.
Ah, alles reparieren. 12 mache ich mal. Scheiß der Hund drauf. Dann können wir nämlich gleich. Upsala. Obwohl, das ist auch eine Idee. Hier schnell speichern. Dann nicht lang fackeln. Wir haben jetzt so 1000 Punkte, sage ich mal. Roundabout haben wir locker. Etwas über. Ja, komm. Machen wir mal die Spezialmission. Wir haben 1200, ein paar zerquetschte. So, feindliche Armada, unbekannt. Hochadmiral Drang hat hat Admiral Speyer befohlen, die Silverdawn Kampfgruppe zu eskortieren. Oh, eine Eskortmission. Die von der erfahrenen Admiralin Vanessa Catalia angeführt wird. Die von ihrer Geheimmission am Rande des Ägäis Okularis zurückkehrt. Ja, machen wir doch. Hau rein. Hört sich doch gut an. Das Fenster zum Verhalten verfügt über ein automatisches Zielsystem, das Sie einrichten können. Nutzen Sie es, wenn Ihnen das Mikromanagement Ihrer Flotte zu schwer erscheint. Verhalten? Admiral Speyer, it is an honor to finally meet the hero of Schindelgeist. We have arrived at the rendezvous. Or should I say that most of us have? Almost a third of the fleet has yet to make contact. A high tally. Do you know why? It is impossible to be certain. The area is full of Auspex shadows and sensor clones. Ideal conditions for ambush. We must remain vigilant. Schindelgeist? Oh, das Schiff war auch nicht ganz fertig. Oder was ist das hier? Sind sie alle schon beschädigt? Ich hab mich aufgepasst. Scheiße. Ich habe mir gerade das Bild von der Dame angeguckt mit ihren schönen. Die sah eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ein paar Schläuche im Kopf, aber hey. Nicht jeder Mensch ist perfekt. Beschützen Sie das Flaggschiff von Vanessa. Machen wir doch gerne. Das Flaggschiff darf nicht zerstört werden. Das Flaggschiff von Speyer darf nicht zerstört werden. Ich hätte es am liebsten so, dass gar kein Flaggschiff zerstört wird. Ach, da hinten haben wir auch noch welche. So, warum sind die so weit auseinander? Oh, jetzt habe ich wieder was im Auge. Ah. So, Crown of Hexen. Jawohl, gutes Schiff. Sag ich jetzt einfach mal so. Oh, da kann man gut hier schön Formation machen. Oh, so. Ihr seid die 2. Und ihr seid die 1. Badam. Auch hier machen wir von außen die dicken. Hier geht's aber nicht, weil die andersrum sind. Ist ja doof. Muss ich das manuell machen? Ist ja frech. Weil die Richtung dann der Schiffe nicht stimmt. Das ist natürlich unschön. Und sag mal bereit. Understood. We are monitoring your progress. They're moving too slow. If someone comes for them, they're done. Was sind denn Interferenzen? In diesem Gebiet treiben viele Fracks umher. Einige von ihnen senden noch Signale aus, was Erfassungsgeräte in die Irre führen kann. Solange sie nicht identifiziert sind, können sie als erfasste feindliche Schiffe erscheinen. Hm. So. Also die dicken, großen, das sind ja Kreuzer hier, ne? Kreuzer, Gothic-Klasse. Die bleiben auf jeden Fall beim Konvoi. Die anderen können so ein bisschen gucken, ob die Signale passen oder nicht. Die Kleinen hier. Genau, gib Gas. Ihr könnt vorstoßen. Oh, warte mal. Burn mal hier zur Seite. Da sind ja Schiffe, sehe ich gerade. Oder einfach Signale. Kannst du mal... Ja, es war zu früh. Warte mal. Und du bist mir gerade... als identifiziert, ja.
Die Signale da von rechts, identifizier die mal bitte. So, da war einmal Schrott dabei. Ship ready. Einmal, wo ist das andere Signal hin? Changing course. Okay. So, mein Guter. We stand ready. Einmal nichts und... Moving to position. Einmal Müll. Und ab zum nächsten Ziel. We wait your command. Ja, we wait your... erwarte mein Kommando. Engaging engines. Bitte weiter, nicht stehen bleiben. Where shall we strike? Hier, und du nicht hinterherhängen, ne? Changing course. Ja. We are picking up new signatures nearby. Neue Signale. We have them too, my lord. Bound to be trouble. Well, no one ever said a naval life was uneventful. Stand to battle stations. Cruising speed. Signal identified. It's an Eldari. Oh, 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 oh. Zurück, zurück. Eldari. What do they want with the Silver Dawn? Komm zurück. We need your assistance. Wait. I know those markings. So. Cruising speed set. We wait your command. Coordinates acknowledged. Ah. Er haut ab. Enemy ship crippled by the lightning strike. Schick mal Torpedos nach vorne. Könnte passen, könnte passen, könnte passen. Wichser. Underway. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Oh, das geht nicht. Execute high energy turn. Impossible, Admiral. Shit. Warte mal ganz kurz auf Pause. Pause, Pause, Pause. Von dort werden sie auch beschossen. Mein Freund und Kupferstecher. Du musst da mal hin. Okay, weiter. We stand ready. Sind hier schon durchgebrochen. Your orders? Also erstmal dürfte frei schießen. Aye, Admiral. Er haut auch ab. Rechtzeitig. Close the enemy. Coordinates acknowledged. Impossible, Admiral. Nee, nicht eine Reichweite drin. Engaging engines. Nein, 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 alles gut. We serve. Hm. Impossible, Admiral. Acquiring new vector. Wo sind die anderen? Habe ich die schon verloren? Scheiße. Nee, da hinten sind sie. Ship ready. Wir holen dir da. Engaging. Das soll nicht aus der Reichweite. What we have here? Admiral Spire. Many tides have turned since we fought together against the Despoiler. Would that we had met in better circumstances. Out of regard for those days, I will allow you this opportunity to withdraw. Impossible. The vessels you protect assailed one of our craft worlds. They shall not escape. The Silver Dawn attacked a craft world. No matter, I cannot allow you to harm them further. Then your death will herald theirs, though it gives me no pleasure. Okay. Give us purpose! All power to engine! Main batteries, fire! Your orders? Engaging target. Oh nein, du sollst nicht rammen, Junge. Oh, Scheiße. Ich wollte nicht, dass er rammt. Na, das war's für, für das Schiff. Das war mein Fehler. Hinterher. Oh, der wird, kriegt aber auch einen drauf, das gibt's gar nicht. Engines engaged.
Sie haben den Generator zerstört. Das gibt's nicht. We wait your command. Wir müssen dazwischen. Cruising speed set. We serve. Setting course. Force the enemy. Repositioning. Ship ready. Your orders? Nee, wir brauchen dich hier hinten, mein Freund. Setting course. Da ist das große Schiff. Es liebt noch. Es leben einfach zu viele. Feindliche Signale hier. Verdammte Scheiße. Los, die Melterbombe muss sitzen. Your orders? We wait your command. Engaging. Wo sind sie alle halbwegs im Kommen? Admiral Catalia, make preparations for war. Confirmed. What about you? What are you planning? We'll buy you time to get clear. You have my ear. Your orders? Nee, nicht ins Asteroidenfeld, meine Ship Freunde. Ready. Impossible, Admiral. Engaging engines. Ah, schön Melterbomben rein. Und jetzt nochmal schön Plasmabombe, was das ist. Zack. Gut gemacht, Spire. Weiter so. Space Marine, ihr habt jetzt echt mal Feierabend verdient hier, ne? We serve for the Emperor. Nicht ins Asteroidenfeld, Bayer. Aye, Admiral. We wait your command. Course engaged. Understood. Cruising speed set. Changing course. We wait your command. Reloading. Nachladen, reparieren. Na, kriegen wir das große Schiff noch? Aber das kommt schon wieder weg. So, kannst du dich zurückziehen? Kann er nicht. Reparier dich. Engaging target. Hier, Kleiner, du haust auch ab. Coordinates acknowledged. Du brauchst nicht mehr schießen, du hast Feierabend. Meuterei. Das ist natürlich scheiße. Your orders? Understood. Ship ready. Our navigator will guide us out. Maximum burn. Na, sind auch weggekommen. Disengaging. Ich habe noch versucht, die. Oh, da haben wir Volltreffer. Engaging engines. Your orders? Impossible, Admiral.
Our borders have caused internal damage. So, ihr könnt der imperialen Armee nicht. Ja, Hammer. Haben aber schon starke Verluste hinnehmen müssen. Das Space Marine Schiff ist fast kaputt gegangen. Ich glaube, so eine kleine Korvette, eine Escort-Schiff haben wir verloren. Und ich weiß nicht, ob das mit der Meuterei, ob das dann auch verloren ist oder ob wir das noch haben. Wir hätten da noch einen Blitzschlag machen können. Vielleicht hätte man das Schiff zurückholen können. Wird sich gleich zeigen. Genau, die Firestorm haben wir verloren, oder was? Oh, den Piratenprinz, den haben wir mal schön in die Schranken gewiesen. So, Escortschiff Hunter ist dahin. Dann haben wir nur ein Escortschiff verloren, das geht ja. It seems that the Silver Dawn has successfully departed the region. You have done well. I did my duty, my lord. Why was I not informed of their mission? Need I remind you that there are some truths your rank denies you? It was not your concern. My concern is that the Eldari proved themselves valuable allies in the past. And foes, too, as I'm sure you are aware. So, Silver Dawn, Hammer. Gibt mir noch zu wenig Ruhm, wir brauchen mehr Ruhm. So, sie erhalten 750 Ruhmpunkte, ja, und sie haben 400 Ressourcen erhalten. Fantastisch. Ab sofort kann im Kampf das Interferenzen-Event stattfinden. Okay, ja, so nett. Fand ich cool. Warum kann ich jetzt die Maus und so nicht bewegen? Hallo, Spiel? Bist du abgestürzt? The Agrippina Sector lies before you, and the Stellar Fortress Baleful Knight. The battle station is lightly defended, and its destruction will halt the spread of heresy that so plagues this sector. See to it personally, Admiral. Bring Agrippina to justice. Drang out. As you order, Admiral. Set course for the Altor system. One moment, Admiral. Our orders are clear, Commodore. Or do you question the High Admiral's wisdom? I would suggest refining that wisdom, my lord. No sense striking until we're prepared. Defeat serves no one. Auslöschung. Auf Hochadmiral Drangs Befehl hin muss Admiral Spire eine nur leicht verteidigte Chaos-Raumstation im Ultur-System tief in irgendwas zerstören. Machen wir doch. Aber nicht sofort. Ach, da unten. Scheiße. Dann geht's hier da unten auch weiter. Nee, ich wollte mir das System angucken. Aber wirklich tief. Oh, die Necrons sind hier. Die habe ich im Spiel noch gar nicht gesehen. Geil. Geil, geil, geil. Das ist echt ein großer Sektor. Oder ein größerer Sektor, wenn ich so sagen darf. Ja, aber wir müssen uns erstmal hier um alles schön verschachtelt. Ne, ist genauso groß wie der hier eigentlich. Der ist kleiner. So, 400 Punkte. Gibt es denn, wenn wir eine Strafkolonie erweitern? Oder können wir hier was bauen? Ich hätte hier gern die Raumstation. Die kriegen wir aber noch nicht. Warum? Die Raumstation wird aufgestellt, um ein zentrales... 200 Punkte haben wir ja. Warum kriegen wir das nicht? Öffnen Sie den Weg in diesem System für 4 Schlachtpläne. Ach, der ist uns verschlossen. Mhm. Joa. Dafür wird der gleich sterben. Gut, das machen wir aber nächstes Mal. Wie es scheint, brauchen wir hier Schlachtpläne, um hier weiterzukommen. Aber ich hätte gern doch die hier auch schon eliminiert. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Unterstützt Bruder Heinrich. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.